der reichste Mann der Bundesrepublik, Dieter Schwarz, Eigentümer von Lidl und Kaufland, ist in der Pandemie um 14 Milliarden US-Dollar reicher geworden und hat ein Privatvermögen von 41,8 Milliarden Euro. Da sieht man, dass die Gesellschaft sich mehr und mehr spaltet in eine kleine Minderheit von vor allen Dingen Unternehmerfamilien, aber auch von Spekulanten an den Finanzmärkten und auf der anderen Seite eine große Mehrheit unterhalb der Mittelschicht, die im Niedriglohnsektor arbeiten, Paketboten, Fahrradkuriere, Menschen, die in Callcentern arbeiten. Das sind diejenigen, die natürlich am allergrößten Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.